Ja, ich feiere die deutsche Landtechnik und der Grund, wieso, weshalb, warum, ist jetzt Premiere, Messerschleifen. Uns wurde gezeigt, wie es geht. Also hier ist alles an der Maschine dran. Das ist der Hammer. Also für die Leute, die jetzt hier zuschauen, man kann die Messer im Feld schleifen. Man braucht nichts dafür dabei haben. Über Hydraulik wird das Schleifgerät hier bedient. Das Schleifgerät sitzt hier in der Kassette drin. Ich glaube, da ist doch irgendwo ein Sensor, ne, dass das gar nicht blau anlaufen kann oder so. Ne? Ja, das ist, weil der immer im Schwenken bleibt. Der bleibt nie an einer Stelle stehen. Ah, okay. Der schwenkt immer weiter. So, soll ich eine Wurst holen? Mal gucken. Ja, ich würde nur ein bisschen schleifen, das ist noch nicht. Ich gebe dem jetzt noch ein bisschen mehr Druck. Ein bisschen geht noch. Also für uns Premiere, das Ding hebt der Andreas gleich ab, setzt den einmal rüber. Also ich kann es nur immer wiederholen, ich feiere die deutsche Landtechnik. Die sind Vorreiter in vielen, vielen, vielen Bereichen. Die Ingenieurskunst hier in Deutschland, hier können Sie euch angucken im praktischen Gebrauch. Die Kassette mit den Messern wird hier dann nachher reingeschwenkt. Hier ist ein Umlenkarm. Da muss man einfach die Hydraulik wieder einhängen. Ganz einfach gemacht. Und vielleicht zwischendurch, aber schleifen. Ja, wir müssen uns ja erstmal einfinden. Also, wir werden wahrscheinlich gleich noch weiter ein bisschen Gras fahren für die Bakterien. Und ich bin mehr als begeistert von dem Gespann hier. Und vor allem sowas hier, das begeistert mich noch mehr. Ich bin ja voll der Technik-Freak. Also hier kommt das Öl an, das Öl kommt vom Traktor. Der Traktor hat jetzt auf Daueröl sozusagen Druck auf den Leitungen. Und der Druck wird hier über den Hebel freigegeben. So, jetzt schaut euch mal an, wie das hier geht. Das ist echt der Hammer. Da wird der geklemmt. Ne? Hier, der ist wieder zugegangen, glaube ich. Wird der rüber geschoben. Genau. Sitzt. Bisschen auf Spannung. Da machen wir jetzt die Spannung. Damit sind im Prinzip hier, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schleifscheiben sitzen hier unter dem Blech. Und die drücke ich jetzt im Prinzip auf Spannung. Da seht ihr sie, wie die sich bewegen. Zack, auf Spannung, nur fixieren. Von der Seite drücken die gegen. Genau. Und jetzt und los geht's. Entdeckung. Ist das nicht verrückt? Also nochmal für die Leute, die einschalten, das hier ist unser Ladewagen, den wir zum Ausprobieren haben. Und ja, morgen finden dann Gespräche dazu statt. Das ist gang und gäbe bei der Landtechnik, dass man Maschinen zur Vorführung haben kann, die wirklich im Einsatz ausprobieren kann. Das ist auch mega. Und man kann dann einfach mal so in der Praxis fühlen, wie sich das Gerät anfühlt, vor allem mit dem kleinen 724. Das ist der kleine Schwarze, der ist wirklich klein für das Gerät. Aber es funktioniert bei uns hier im Flachland. Ich hatte gestern immer und vorgestern ein Gesamtgewicht von ja um die 40 Tonnen. Mal ganz knapp drüber, aber nur ganz knapp. Also so, dass es überhaupt gar kein Problem gewesen wäre. Und das Ding ist komplett ausgeladen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen viel schwereren Trecker vorhabe,
dann kann ich eben nicht so viel laden. Und das gefällt mir ganz gut schon mal. Die Standfestigkeit ist einfach der Hammer, wie sich die Achsen ausgleichen. Wenn man jetzt im Hang fährt oder in der Kurve, dann kriegt die Achse, die dann eben vielleicht ein bisschen leichter wird, ein bisschen mehr Druck. Ich hoffe, ich sage das alles richtig. Also es ist wirklich der Knaller und ich wollte euch das hier nicht vorenthalten, um einfach mal zu zeigen, wie hier in der Landwirtschaft bei uns gearbeitet wird. Ah, jetzt der Zylinder im Weg. Da haben wir uns eben gefragt, wo man den Zylinder hin tut. Der war beim Schwenken im Weg und jetzt ist er beim Schleifen im Weg. Aber wie gesagt, das ist Premiere für uns. Zack, wird der Schlitten wieder rübergeschoben. Und natürlich ein bisschen sauber gemacht, das saß alles voll. Das heißt, die Arbeit kann man auch im Feld machen. Man sagt, oder uns wurde gesagt, wenn man es drauf hat, 10 Minuten ist die Sache getan. Man braucht dann viel weniger Kraft, um das Gras durch die Messer zu drücken. Oder je nachdem, was man da durchjagt, wenn man die Messer scharf hält. Ansonsten braucht man viel mehr Kraftstoff, viel mehr Kraft. Ja, warum schneidet man das Futter, wenn man einen Grashalm hat, der dann einen halben Meter lang ist, dann ist er nachher hier, wenn im Idealfall da durchgeht, 3,4 cm. Das heißt, das Futter muss ja irgendwie angerissen werden, dass sozusagen die Bakterien in der Biogasanlage oder auch die Bakterien im Kuhmagen möglichst schnell Zugang haben zu dem Material, also sich da sozusagen reinsetzen können und anfangen können zu arbeiten. Ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen laienhaft. Dementsprechend probiert man das Futter auch vorher schon klein zu machen und sozusagen möglichst zugänglich für das verwertende Lebewesen gestaltet, sei es ein Bakterium oder die Kuh. Und ja, der Messerabstand, es gibt zum Beispiel jetzt von Krone wohl einen Ladewagen, der hat dann nur 2,4 cm Abstand. Man kann die Messer auch zuschalten oder abschalten, also man kann wählen, wie viel Messer man reinschwenkt in den Kanal und danach kann man eben die Schnittlänge bestimmen, aber je mehr Messer, desto mehr Kraft braucht man. Ich weiß, die Experten, die jetzt hier zuschauen, die lachen sich gerade kaputt über meine Ausführungen. Ah, der hat gerade ein bisschen hochgebogen. Ah, der kommt hier gegen den Rahmen mit dem Motor. Ah, das hatten wir beim letzten Mal auch, ne? Der muss irgendwie vom Winkel, ja so, ich denke so geht's. Ja, ihr seid live mit dabei, wie gesagt. Uns wurde die Maschine zur Verfügung gestellt, um uns hiermit vertraut zu machen. Und das sind die Effekte, die Lerneffekte. Am besten sind nur Lerneffekte und keine Lerndefekte, weil das passiert natürlich auch, wenn man keine Ahnung hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte null Ahnung vorher von Ladewagen. Ich habe die Dinger immer bewundert, wenn sie an einem vorbeifahren. Ich habe vor allem auch die Fahrer bewundert, wie die Dinger hier feinfühlig durch den Kreisverkehr steuern, wenn die voll beladen sind. Da habe ich mich immer gefragt, warum kippt er nicht bei der Geschwindigkeit. Aber da ist mir auch einiges klar geworden. Also, ich würde sagen, wir sind jetzt durch. Ich muss jetzt mal zu Hause abklären, wie der Tag weiter verläuft und vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Also, macht's gut. Oder ich bleib nochmal dran. Zeigen wir nochmal, ich mache jetzt Daueröl aus, ne? Ne, ich muss noch einmal hier dazwischen, da waren noch ein paar nicht geschliffen. Ah, okay. Ich hatte jetzt das Ganze noch angerührt. Ja. Ich zeige euch dann, wie das Ding wieder weggepackt wird. Das waren die Stände, wo ich immer vorbeigegangen bin auf der Agritechnica.
Aber das sind jetzt die Stände, wo ich stehen bleiben werde. Hier ist die Oma und Paula steht auch hinter mir. Ja. Warte, ich zeig mal kurz dein T-Shirt. Zoom. So, ja. Familienevent hier. Ich mache jetzt den Ölkreislauf drucklos. Moment. Warum macht der hier nichts? Komisch. Ich muss mal gerade gucken. Habe ich den falschen? Nee. Rot auf Schwimmstellung. Ja, Schwimmstellung ist der Knopf hier oben. Ach, der ist belegt jetzt wegen ISO-Bus. Ah, okay, okay, okay. Ist er auf Schwimmstellung? Nee. Jetzt ist er auf Schwimmstellung. Normalerweise geht er hier drüber, aber hier die Knöpfe sind alle belegt jetzt für den Ladewagen. Kann ich euch hier zeigen. Da ist die Belegung. Und normalerweise haben wir hier das rote Steuerventil Schwimmstellung. Ist aber jetzt anders. Also, ich gehe wieder runter. Ah, jetzt hätte ich ihn ausmachen können, ne? Aber ist egal. Also ja, ich habe jetzt Schläuche abgemacht. Also Schläuche sind abgemacht. Parkposition, Schlauch eingeklemmt. Und jetzt ist das Teil frei. Da waren die Schläuche dran. Genau, hier sind zwei Griffe. Oh, hier ist noch dreckig. Wie schwer ist das, schätzungsweise? 20, 25 Kilo. Vorsicht mit dem Finger. Ich mach. Lasse das hier ein. Lasse das hier ein. So. Cool, ne, Paula? Eingeparkt. Damit haben wir jetzt die Messer geschliffen hier. Das Gras wird ja so kurz geschnitten. Jetzt geht das Ding wieder zurück. Habe ich weiß, ist die Hydraulikzylinder wieder runter? Also die kann man hier runterfahren, die Zylinder. Die haben wir eben hochgefahren. Ob das richtig war, wissen wir nicht. Andreas macht das ja alleine. Und dann gehen die Messer hier rein, ne? In die... Ja, können wir gleich mal hochfahren. So, der hat eingerastet. Damit hebt man die Messer dann hoch in den Kanal. Noch ein bisschen abschneiden. Ah, jetzt passt er. Ja. Eben war der unter Druck. Wofür ist das hier? Das ist wahrscheinlich hier für den oder für den Sensor. Komisch. Normal nicht. Also so baumeln ist das wahrscheinlich nicht richtig. Ei, ei, ei. Jetzt guck. Jetzt verstecken wir hier noch das Schleifgerät. Ist das normal, dass man es so hochheben konnte gerade? Ja. Wo soll es hin? Ne? Vielleicht verschließt er gleich. Ah, da ist so ein. Vielleicht geht er unter den Hebel da. Jetzt. Puzzle. Puzzle, Muzzle. Genau. Ich glaube. Das muss eigentlich so. Spannung. Oder muss man erst den Messerblock hochfahren? Nee, wir hatten das eben auch so. Eingerastet. Ja, eingerastet. Mega. Ja, da muss ich mich auch mal hier bedanken bei dem Max, der uns hier wirklich Rede und Antwort gestanden hat und uns hier die Einweisung gegeben hat. Das war eine perfekte Einweisung, vor allem hat er mir seine Privatnummer gegeben, hat gesagt, wenn was ist, ruf an. Wenn man sagt für Paula, verrückt, ne?
Das war's. Das ist ganz gut dabei. Ladewagen. Ja? Ladewagen. Ladewagen. Ja. Für die Kids von heute, Ladewagen ist jetzt nicht ein Akku fürs Handy mit Rädern, sondern das hier ist ein Ladewagen aus der Landwirtschaft. Damit verabschiede ich mich und vielleicht kommen gleich noch ein paar Videos. Tschüssi!